Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Workout von Blackroll und mir. Ich bin Benjamin Kugel, ehemaliger Fitnesstrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich war 8 Jahre dort als Athletiktrainer und habe euch versprochen, dass ich immer, bevor wir unser Workout gemeinsam machen, ein kleines Detail, eine kleine Anekdote mit euch teile. Und was ich euch heute ganz gerne mitgeben würde, weil es auch in die aktuelle Situation wieder passt, ist etwas zum Thema Überzeugung oder an etwas Glauben. Ich glaube, dass wir diese aktuelle Krise alle gemeinsam schaffen. Und die Frage, die mir ganz oft gestellt wurde in Bezug auf die WM 2014 war, was war der Moment, wo du das Gefühl hattest, das wird was, ihr gewinnt dieses Ding? Natürlich haben wir alle versucht und haben auch jeden Tag daran geglaubt, dass das klappt. Aber mein besonderer Moment war eigentlich der, als wir in die Verlängerung gegangen sind und es eine kurze Pause gab, sind wir alle zusammengekommen, die Mannschaft, wir haben Fitnessriegel verteilt, nochmal Energie gegeben, Bananen und so weiter. Und Philipp, unser Kapitän Philipp Lahm, ist in die Runde gekommen und hat gesagt, Jungs, die sind platt, wir schaffen das. Und das kann man einfach so sagen oder man kann das mit Überzeugung sagen und das fühlen. Und das war ein so krasser Moment, dass ich und ich glaube auch viele um mich herum und wahrscheinlich auch die ganze Mannschaft das Gefühl hatten, okay, das Ding gewinnen wir definitiv, egal was jetzt noch passiert. Und diese Überzeugung, die hat man dann gespürt auf der Bank, auf dem Platz. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Moment war, der dazu geführt hat, dass aus dieser Überzeugung dann am Ende auch das geworden ist, was wir geschafft haben, nämlich die WM zu gewinnen. Und um die Brücke jetzt nochmal wieder zu schlagen auf die aktuelle Situation, glaubt einfach alle daran, dass das wieder gut wird, bleibt positiv. Und bleibt vor allen Dingen zu Hause, haltet euch an die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem dritten Workout. Okay, wir fangen wieder an mit ein bisschen Mobilisation. Die erste Übung, die wir machen, heißt Reach, Row, Lift. Dafür legt ihr die Rolle vor euch, geht in so einen Vierfüßler und legt eure Handrücken hier auf die Rolle drauf. Und dann setzt ihr euch mit eurem Gesäß Richtung Fersen und gleichzeitig rollt ihr die Rolle nach vorne. Das sieht folgendermaßen aus. Und zwar geht ihr hier nach vorne. Und dann seid ihr hier unten und versucht jetzt in dieser Position eure Hände von der Rolle nach oben zu bringen mit gestreckten Armen. 4-mal. Und dann kommt ihr wieder nach oben in die Ausgangsposition zurück. Einatmen und mit der Ausatmung runtergehen, Arme hochbringen. Und wieder zurückkommen. Das ist eine super Übung zur Mobilisation und Stretching eures unteren Rückens, eurer Brustwirbelsäule und der Schulter. Probiert das mal aus, atmet ruhig dabei und versucht wirklich darauf zu achten, dass ihr euch Zeit dabei lasst und vielleicht jedes Mal ein bisschen weiter in diese tiefe Bewegung reinkommt. Okay, jetzt gehe ich in den Vierfüßler und nehme einfach nur eine Hand an meinen Kopf, bringe meinen Ellbogen Richtung der anderen Hand. Und mit der Ausatmung öffne ich einfach nur hier meine Brustwirbelsäule und gehe wieder runter. Einatmen und ausatmen. Versucht eure Hüfte stabil zu halten, also dreht hier nicht komplett auf, sondern bleibt stabil und benutzt wirklich nur den Bewegungsradius, den ihr hier aus der Brustwirbelsäule holen könnt. 5 Stück und dann die Seiten wechseln. Okay, das war Übung Nummer 2. Die nächste Übung, unterer Rücken und Gesäßmuskulatur. Dafür legt ihr euch auf den Bauch. So, die Knie vom Boden weg, die Füße fest in den Boden drücken. Okay, Oberkörper leicht nach oben, Blick auf den Boden. Das ist wichtig, damit ihr hier nicht im Nacken überstreckt. Okay, also ruhig auf den Boden schauen, dann schnappt ihr euch hier die Rolle. Und übergebt die hier hinterm Rücken und vorne wieder. Macht das schön langsam, feste die Füße in den Boden drücken. 5 in die eine und 5 in die andere Richtung. Ich mache jetzt mal 2 pro Richtung. Und dann ablegen. Okay, auch hier versucht wirklich ruhig zu atmen, macht das nicht zu schnell, achtet auf die Bewegungsausführung. Alles klar. So, jetzt machen wir ein bisschen was für den Oberkörper. Brustmuskulatur mit einem Ausfallschritt.
Dafür schnappe ich mir dieses Band hier, mache das irgendwo fest. Das könnt ihr zu Hause an einem Tischbein, an der Treppe, an der Türklinke oder ähnlichem festmachen. Ich mache das jetzt hier an meiner Bank. Schnapp mir die beiden Enden. Ich muss das jetzt ein bisschen kürzer machen, damit ich nicht zu nah an die Kamera komme. Deswegen greife ich das hier. Dafür gibt es diese super Schlaufen hier. Okay. Und alles, was ich jetzt mache, ist im Prinzip ein Ausfallschritt nach vorne und gleichzeitig bringe ich das Band vor der Brust hier zusammen. Okay? Ausfallschritt mit dem nach vorne gehen, zusammenbringen. Ich wechsle mal die Beine. Ausfallschritt, der hintere, das hintere Bein oder das hintere Knie geht Richtung Boden und gleichzeitig bringe ich die Hände vorne zusammen. Okay? Das ist vom Widerstand jetzt für mich nicht so schwer und dadurch, dass ich auch kein Gewicht habe, um den Ausfallschritt zu machen, kann ich da relativ viele Wiederholungen von machen. Probiert das aus, wenn ihr in der Lage seid, 10 und 10 pro Seite zu machen. Davon 3 Durchgänge ist das schon super. Könnt auch ein paar mehr machen, dann kommt man ein bisschen aus der Puste. Probiert es einfach aus, was sich für euch gut anfühlt. Okay, und die letzte Übung, die ich heute für euch habe, da nehme ich immer ganz gerne eins von diesen Bändern hier. Um das ein bisschen von der Bewegung her auch zu schulen, schnappe ich mir dieses Band und bringe das einmal hier komplett über Kopf. Das ist jetzt ziemlich stramm, ja, also könnt ihr auch das Weichere nehmen, das wäre jetzt in dem Fall das Orangene. Und mache mich richtig schön lang. Okay, mein linkes Bein ist mein Standbein. Ich versuche mein Knie und meine Fußspitze in einer Linie zu halten. Und jetzt kippe ich im Prinzip, und dafür hilft mir das Band eigentlich ganz gut, wie so ein Brett hier nach vorne, mache mich richtig lang und komme wieder in meine Ausgangsposition zurück. Okay? Versucht wirklich stabil zu stehen dabei, runtergehen und wieder rauskommen. Okay? Probiert mal 6 pro Seite, 3 Durchgänge. Wie gesagt, das Band in dem Fall tatsächlich einfach nur als Hilfe, um wirklich gerade zu bleiben, um euch wie so ein Brett in dieser Bewegung zu halten. Wenn ihr dann das Gefühl habt, ich kann das gut, könnt ihr da auch ein bisschen mit Widerstand arbeiten. Also schnappt euch zum Beispiel eine Wasserflasche oder irgendwas und greift die immer hier unten und bringt die wieder mit nach oben. Aber tatsächlich, um die Bewegungsausführung perfekt zu lernen, hilft das Band super. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei den Übungen. Bleibt gesund und vor allem bleibt zu Hause. Viel Spaß dabei.